Guten Tag, hallo. Ihr seht gerade schwarz, ich auch. Folgendes, das folgende Projekt hier, das ist cool, das ist mit dem Schein aufgenommen. Allerdings habe ich Mist gebaut. Und damit meine ich, das Ganze ist guckbar, aber es ist halt komisch. Ich habe zum ersten Mal seit langem wieder mit meinem Grabber aufgenommen und musste aber auch währenddessen Ton irgendwie mixen. Das ist nicht so gut gelaufen, sag ich mal. Also in meiner Uraufnahme war Schein kaum verständlich, weswegen ich den Skype-Mitschnitt genommen habe, den er hatte, weil wir unser Audio über Skype zusätzlich aufgenommen haben, und habe das noch drunter gelegt und habe das jetzt versucht abzumischen. Das Ganze klingt auch dementsprechend. Wir beide haben hier und da mal ein bisschen Hall drauf, dafür versteht man uns eigentlich ganz gut mit dem Ingame. Deswegen bitte ich das zu entschuldigen, ihr hört jetzt halt einfach zwei junge Götter, die ordentlich Hall drauf haben, die aber richtig gut Mario spielen. Ey, genießt es. Und falls ihr das Ganze dann in ohne Hall hören wollt, könnt ihr euch das Projekt halt auch noch bei Schein angucken. Das wird nämlich simultan hochgeladen. Ich weiß nur nicht mit der Folgenlänge, ob die dann übereinstimmt. Das hier hat er auf jeden Fall nicht drin, weil das nehme ich gerade separat auf. Weil er hat das Problem auch gar nicht. Also wenn ihr das komplett mit geilem Ton gucken wollt, geht ihr zu Schein. Wenn ihr den göttlichen Hall haben wollt, bleibt ihr hier. Ansonsten gucke ich, dass das nach dieser zweieinhalbstündigen Aufnahme, das heißt bei Folge 10, 11, 12, 13, irgendwas da hinten, bei der zweiten Aufnahme, das hört ihr ja dann, dass das sich da reguliert. Okay? Die haben wir nämlich noch nicht aufgenommen. Zum Stand, wo das jetzt aufgenommen wird. Ne? Bis dahin haben wir vielleicht schon das komplett, bis ihr es hört, komplett auf. Ist auch egal. Viel Spaß mit Mario. Liebe Grüße an Schein. Macht's gut. Ja, herzlich willkommen. Guten Tag. Hallo. Zu einem sehr, sehr merkwürdigen Projekt. Also, ich glaube, ich bin hier der richtige Setup-Master. Ich habe jetzt schon ungefähr 30 Minuten hier den richtigen oder das richtige Setup gesucht. Immer noch nicht gefunden. Aber hey, das ist egal, denn wir haben Spaß. Ich habe nämlich einen Gast heute, beziehungsweise ich bin auch irgendwie Gast, aber wir sind beide irgendwie Gast und Gastgeber. Aber zum ersten Mal hier auf diesem Kanal bei mir. Der gute Schein. Oh, hallo. Ja, Mann. Premiere, nachdem wir, glaube ich, schon jetzt so 50 Videos haben, wo du bei mir zu Gast bist. Ja, ja. Und alle natürlich fantastisch. Alles richtig gute Videos. Mit richtig viel Blödsinn, mit richtig vielen Beleidigungen gegen die eine oder andere Person und mit einer Challenge, die immer noch nicht beantwortet wurde. Richtig, also wir haben so ziemlich das ganze Internet weggeflamed. aber ja, das muss sein, nicht wahr? Wir haben uns gedacht, wir spielen Super Mario 3D World im Online-Koop. Sehr cool, dass das möglich ist. Sehr cool, dass es möglich ist. Jetzt stellt sich nur die Frage, Schein hat da, glaube ich, schon ein bisschen mehr Erfahrung drin, wie wir das machen können. Ich würde einfach ein neues Spiel starten. Richtig? Genau, du startest ein neues Spiel. Ich werde das auch machen, damit man in meiner Aufnahme auch das Intro sieht. Und dann müsstest du halt da einen Raum aufmachen, in dem komme ich damit dazu. Dann werde ich mal gucken, ob ich dann auch mit meinem Rosalina-Spielstand bei dir mit reinkommen kann, weil der Spielstand ist ja immer von dem vom Host, was du dann wärst. Ja. Währenddessen wird bei mir eine Glasröhre repariert. Und da kommen jetzt lustige Dinge raus. Schön, dass mal zur Abwechslung nicht Prinzessin Peach entführt wird. Ja, genau, sondern andere Wesen. Ja. Ich kenne ja viele Leute, bei denen ist dieses Spiel nicht sehr gut weggekommen. Unter anderem auch viele, die sehr gerne Super Mario Bros. 2 mögen. Und ja, also mit der Charakterauswahl hier ist man ja schon mal einen guten Schritt in die Richtung gegangen. Ja, aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, das ist für mich das ist ein wunderschönes 3D-Mario und ich mag es sehr, sehr gerne tatsächlich. Ja, geht mir genauso. Also das war nach Mario Kart 8 der Kaufgrund für die Wii U für mich, dieses Spiel. Ja, und ich bin auch froh gewesen, als es dann gehießen hat, das Ding kommt auf die Switch.
Und dann mit einem zusätzlichen Bonusinhalt, yay. Ja. Da noch mit Online-Multiplayer. Das war ja auf der Wii U leider nicht möglich. Genau. Also es gibt ja da durchaus Verbesserungen. So, und jetzt muss ich gucken. Ich kann springen. Controller, Optionen, Hilfe. Einschalt, Anleitung. Hier läuft gerade noch das Intro. Muss eben warten, bis ich auf der Karte bin. Ah, ich muss im Level-Bildschirmauswahl auch R drücken. Ich glaube, das kannst du auch schon auf der Karte machen. Ah ja, tatsächlich. Online-Spiel. Ich erstelle einen Raum. Legen wir ein Passwort fest oder nicht? Wir legen mal ein Passwort fest, Vorsichtshalber. Ja, komm, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, nur drei Zeichen. Ja, okay. Also 1, 2, 3 ist das Passwort. Das ist übrigens auch mein Bankkonto-PIN. Ja. 1, 2, 3, ich habe keinen vierstelligen Bankkonto-PIN, wer hat das schon? Suchvorgang, ja. Da warten wir doch mal auf den guten Schein, bis bei ihm alles gelaufen ist. Das Passwort ist 1, 2, 3. Und wenn jetzt jeder Raum das Passwort 1, 2, 3 hat, dann... Oh Mensch, da ist was vom... Ein Raum von einem gewissen Steffen. Ja Mensch, das bin ich! Ja Mensch! Auch schön, wie man dann live im Stream das Passwort eingibt. Ah, schade, ich kann Rosalina leider nicht auswählen, aber macht ja nichts. Dann nehme ich halt Peach. Gut. Und auch schön, wie oben rechts das Passwort nochmal steht. Ja, das ist halt. Gut, wenn ihr das seht, ist das Passwort schon längst weg und wir auch. Only one moment in time. So, geil. Ja, und ich laufe dir einfach mal automatisch hinterher. Dann würde ich einfach sagen, ab in den Superglockenhügel. Es könnte sein, dass ab einem bestimmten Punkt dieses Spiel abartig grenzwertig schwer wird im Multiplayer. Zum Beispiel in Welt 1.1. Also wenn wir jetzt dann schon die Probleme haben, dann wird es echt heftig. Entschuldige, warte. Kriegst du natürlich. Nein! Ich trage dieses Stream sprichwörtlich. Du carryst mich. Echter Carry-Job. Jeder Charakter in diesem Spiel hat natürlich andere Fähigkeiten. Das ist, wie Schein schon erklärt hat, wie in Super Mario Bros. 2. Richtig. Oh, warte, da unten ist noch ein grüner Stern. Den brauchen wir natürlich. Gibt in jeder Stage drei grüne Sterne, einen Stempel und eine goldene Flagge, so gesehen, die man erreichen kann. Und dann am Ende die Hardcore-Scheiße freizuschalten. Die wollen wir nicht spielen, oder? Das kommt davon an, Scheiße. Ich glaube, ich habe dich getötet. Ich wollte gerade sagen, es kommt darauf an, wie viel Selbstvertrauen wir haben. Und dann kaum sagt man, das passiert sowas. Also ich, dann lieber nicht. Wir gucken, wie wir uns im während des Spiels entwickeln. Also man muss ja sagen, wir sind ja eigentlich schon ein bisschen Tag-Team-Multiplayer-Erfahrung gewöhnt. Weil wir haben ja ein gewisses tolles Multiplayer-Spiel zusammengespielt. Nicht aufgenommen, nur gespielt. Nämlich Way Out. Richtig. Hat auch mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Oh, ich hätte dir auch eins von meinen... Ach so, wir haben beide da noch Ersatz-Items. Ja, klar. Ah, okay. Der geile Scheiß. Oh, warte, du gehst da unten rein? Okay, ich komm mit, ist ja klar. Ah, okay, ja gut. Genau, die Stempel, die hier nicht mehr ganz so nützlich sind wie in der Wii U-Version. Ja, bei der Wii U war das ziemlich geil. Du hattest ja da irgendwie diesen Community-Hub, wo du die da reinstempeln konntest. Das Miiverse, ne? Genau, also finde auch ein bisschen spannend. Und ich komme nicht hoch. Aber hey, wenn einer nicht nachkommt, dafür gibt's diese schöne Bubble. Genau. Oh Gott. Das gibt definitiv Albträume. Godzilla Peach.
mit Godzilla Ouija. Wie schön die einfach so. Oh. Haben wir noch also, Ersatzreine. Was wir die Katze jetzt verloren haben durch dieses Riesen-Upgrade, ist halt mega der Verlust. Wir teilen uns übrigens auch die Leben, also das ist so. Ja. Kann Fluch und Segen sein, ne? Kann Fluch und Segen sein, ja. Aber ey, aber erst ein Leben abgezogen, wenn wir beide sterben. Ey, komm, können wir die Aufnahme schon beenden? Das ist der höchste Höhepunkt, den wir haben werden. Das, aber übrigens, wenn ihr den Schein bei mir mit ein bisschen Hall hört, ich habe keine Ahnung, wie ich das unter Kontrolle kriege. Ich bin kein Crack im Technik. Habt doch einfach mal Spaß. Warum bist du Erster? Weiß ich nicht, weil ich mehr Punkte gemacht habe. Weil er bei mir Hall drauf hat und klingt wie Gott. Und jetzt habe ich eine Krone auf dem Kopf. Ja, und neben der Krone, die Peach gebettelt. Überhaupt schon hat. Um die wird sich ab jetzt gebettelt. Ab jetzt ist das Ganze hier ein Battle-Projekt. Ja. Denn diese Krone zeigt den Herrscher des Universums. Genau. Galactus. Und mit der bin ich sogar im Level drin, ja. Halt mich fest, ey. Pass auf, dass dich ein Panzer nicht trifft. War hier oben noch was? Nee, ne? Nee, ich denke nicht. Und wenn? Ja. Ich weiß, was hier auf jeden Fall ist. Hier ist auf jeden Fall unser unendlicher Flur. Lebensform. Das müssen wir nur irgendwie hinkriegen. Machst du das gerade? Ich weiß gar nicht, wie das hier überhaupt geht. Warte mal. Ich hab nur. Achso, wenn ich getroffen werde, verliere ich die Krone. Und oh, geil, das geht auch? Wieso bin ich jetzt in dem Panzer? Du bist in dem Panzer. Okay, ich weiß gerade nicht, was hier gib abgeht. Mir mal den Panzer bitte, oder versuch mir mal den Panzer zu geben irgendwie. Wie? Ah, wenn du ZL drückst, dann kannst du in den Panzer. Ah ja, geil. So, dann lasse ich den hier mal los und versuch mal. Guckt euch ihn an, ey. Der Super Mario Bros. 1 unendlich Leben Trick. Geil, oder? Also ich hoffe, ihr habt noch Zeit, ey. Ich hoffe, ihr habt Bock. Also wir müssen ja hier wirklich gucken, dass wir hier eine Lebensversicherung haben, wenn das hier schief geht. Ne? Also ich würde mal sagen, wir warten, bis der Counter auf over 9000 ist, ne? Also es dauert tatsächlich, man muss zweimal in die Stage rein, wenn man maximale Leben haben will, weil die Zeit der Stage nicht ausreicht. Ah ja, stimmt, Zeitlimit, da war ja was. Weil, wenn ich auf 999 bin, macht er mir einen Buchstaben vor und zählt mir die nächsten 999 hoch. Ich glaube, es reicht, aber wenn wir gleich aufhören, ich denke, so viel Leben werden wir dann nicht brauchen. Und sollten wir dann irgendwann in den Genuss nochmal kommen, Leben zu brauchen. Wir wissen, wo man sie findet. Genau, also. Ich würde einfach sagen, warte, wo soll man aufhören? 500 reicht. Alles klar, wir haben 504. Hier, für dich. Vielen Dank für meine Bemühungen. Er war stets bemüht. Oh nein. Um eine Krone, verdammt, ey. So, natürlich noch ein Leben. Ja. Weil warum nicht? Haben wir hier schon einen Stern verpasst? Ich bin mir nicht sicher. Nein, nee. wir liegen gut. Aber ein bisschen Zeit da oben wäre, glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt ein bisschen, oder ich habe ein bisschen getrödelt. Ich gebe es zu. Ich mache es wieder gut. Ja, 100 Sekunden. Ich glaube, das ist ungefähr die Zeit, die wir da verböllert haben. Ja, kommt hin. Da hoch müssen wir auf jeden Fall. Oh ja, richtig. Ja, guck mal, der Styler. Jo. Schön an der Wand entlang. Guck mal, da krabbelt Spider-Man. Yay. Hölle ja, ey. Da oben noch so?
Ich sammle das ein, was du da gerade... Oh, geil, die Goldröhre. Die tötet hin und wieder gerne mal sehr viele Leute. Ah, außer Panzer. Das passiert. Jetzt können wir ja da reinspringen. Ja. Ups. Oh, kacke, ich bin schon gar nicht mehr in einer drin. Dann geh mal raus. Ey, guck mal, Stage 2 und 506 Leben, also das können nur Profis. Absolut, ey, also Hut ab, den Trick kannte ich echt noch nicht. Also klar, es gibt in Mario Brothers 1 in Stage 3, 2 gibt es ja auch einen ähnlichen Trick. Ja. Oh, jetzt bin ich schon in die Röhre gegangen. Alles gut, alles gut. Und irgendwie will er nicht lenken. War bei mir auch gerade. Oh, ich kann nicht mehr klettern. Oh weh. Oh Gott. Nein! Ich hau mich gerade selber hier weg. Aber die Krone! Ja! Yeah! Ah! Nein! Springt der Kind. Mann, wir müssen den Stempel noch holen. Der ist. Oh Scheiße, ich bin aus dem Bild. Töte dich nicht! Für die Krone muss man es riskieren. Also für eine doppelte Krone bei Peach, ne? Oh Gott. Nein, ich war oben. Schein. Ja, Teamwork. Teamblockade. Warte mal, kann ich dich nicht mit einem Abjump so hoch? Jo. Geh da rein in die Röhre. Hol dir den Stempel. Das ist Teamwork. Ja, also für die Teamideen bist du auf jeden Fall zuständig. So, warte. Ich begebe mich gefahrenlos in die Röhre und teleportiere dich mit. Oh nein! Ja, geil. Oh. Oh Gott, was hast du mit mir gemacht? Einer von... Oh! Er schnappt sich die Krone und bringt mich schamlos auf ihn um. Und das auf meinem Kanal. Ja. Und das in der ersten Folge, wo alle noch zugucken. Egal auf welchem Kanal. Geil. Ja, stimmt, wir sind ja auch noch parallel auf deinem Kanal. Folge 1 bei mir, Folge 2 dann bei Shine. Natürlich. Ja, ich würde mal erst sagen, das Pilzhaus. Was wollen wir zuerst machen, das Pilzhaus? Ja, ich bräuchte ein paar Power-Ups. Das hat mich gerade eben auch nicht gestört, bevor ich gestorben bin. Komm, also Grünpanzer kann man ausweichen. Nicht immer ist das große Geschenk das bessere, ne? Nee, deswegen. Ich nehme auch immer das kleinere eigentlich. Ja. Gut, tschüss. Tschüss. Ja. This content will help you on your way, ne? This content will help you on your way. Oh Gott. So. Football Chuck. Der muss raus. Der darf nicht leben, viel zu gefährlich. Oh Gott, nee, was machst du? Ich wollte dich beschützen. Jetzt müsste man ihn noch treffen, ne? Jawohl. Ja, kein Problem. Nee, du hast nicht wirklich 5000 Punkte für diese K-Krone bekommen. Ja, jetzt habe ich nur noch die kleine Krone. Die Krone und... Die Doppelkrone einfach. Ja. Es ist so beleidigend. Aber ich bin sicher, das Blatt wendet sich. Im Höhenrausch. Hauptsache, wir kommen durch. Ja. Das ist die Hauptsache. Ja, ich glaube, das größere Problem ist nicht, das sind nicht die Feinde und das Level, das ist eher meine Teamfähigkeit. Denkst du? Ja. Also, habe ich ja mit dem Panzer gerade schon mal gezeigt. Ja, gut, also.
Muss man sich erstmal daran gewöhnen, dass das nicht Mario Kart ist. Ich meine, gut, in The Way Out haben wir am Ende auch gekämpft. Spoiler. Aber wir können das hier... ja. Also wir haben gerade eben schon geguckt, das Bowser's Fury Update können wir leider nicht online spielen, das geht nur lokal. es ist ja vielleicht aber auch besser, dass das nicht geht. Könnte möglicherweise Probleme verhindern. Er hat da noch den Stempel eingesackt. Ja, ja klar, spart alles Zeit. Ja. Oh Gott. Haha! Ich will Menschens, diese Krone. Menschens Kinder, ey. Ja, du kannst sie dir nehmen, wenn ich Scheiße baue. Gut. Das ist nur eine Frage der Zeit. Das Spiel ist auch tatsächlich gar nicht so lang. Also, wenn du das Hauptspiel so nimmst, das geht eigentlich relativ flott. Finde ich. Es macht halt aber auch permanent Spaß. Richtig. Also, es ist jetzt nicht irgendwie... Es gibt kein ein Level, wo ich sage so, das ist Kacke. Oder das mache ich nicht gern so, weil die Level, die sind eigentlich immer gut gebalanced, die machen immer Spaß, so. Ja. Gibt immer viel zu entdecken und ja ich komme nicht hinterher. Doch, du, ich nehme dich automatisch mit. Es gibt aber, glaube ich, nur einen, der den Stern haben kann. Ah, nee, es zählt für beide, cool. Und jetzt spielen wir einfach mal Sonic. Richtig, Sonic. Und ich hole alle Punkte und alle Münzen? Ja, weil du als erster losgelaufen bist. So ist es halt einfach im Leben. Wer als erstes losläuft, gewinnt.